Ciao zusammen, ich bin Jörg und heute gibt es eine weitere Prediction. Wie ihr es euch gewohnt seid, mache ich mit Rob zusammen für die Schweizer Playoffs Predictions und heute haben wir eine Hammerpartie und zwar der SC Bern gegen Servette Genf. Jedoch wird nicht einfach ein normales Spiel gemacht. Nein, wir bringen geile Abwechslung rein bei diesen Predictions. Heute gibt es einfach einmal ein Penalty-Schiessen. Und ich habe jetzt auch noch angekündigt und der Rob ist wahrscheinlich am Tümli drehen gewesen. Jetzt kommt er zum Wort. Ciao, Rob! Hallo! Wieder typisch, einfach wieder nichts gross hegen. Wenn ihr keine weiteren Worte habt, fangen wir also an mit der Action. Los! Los geht's! Geht. Los! Okay, ich darf als erstes schiessen und ihr wisst ja, ich bin nicht wirklich der Beste. Darum haben wir aber auch noch die Regeln rausgenommen, was sehr wichtig wäre, wenn ja. Ich ihn treffen würde. Aber ich kann ihn nicht verarschen. Nein, I got you. Ich schaff's. Ich finde es schwierig, den Goalie zu kontrollieren. Ich schwöre, das ist nur Glück. So schwer. Das ist so schwer. Das ist einfach wirklich, es ist echt Glück. Ich hoffe, dass der andere noch eine Bewegung mehr auf die Seite macht. Genau jetzt wieder. Oh. Ich denke, wer macht nichts? Also, schau gar nicht rein. Perfekt. Oh mein Gott, ich habe so versaut. Ich hätte einfach noch mal zurückziehen können, aber ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nicht. Oh, sheesh. Hack den Post! Nein, ja. Wieso? Auf der Goalie kann ich wählen. Rechts ins Winkel auf das Zeug und er schießt gerade auf der Goalie. Das war schon knapp. Okay. Immer noch 0-0. Ich zeig dir, wie das läuft. Zeigst du, wie das läuft? So. Weißt, ich bleibe einfach mal kurz. Zack und zack! Oh! Ich dachte, ich könnte noch schiessen, aber was versaut. Hast du es versaut? Das ist recht so. 0 zu 0 weiterhin. Das ist unfair. Nein, das ist schon gut. So, zack, abdrehen. Zack. Und jetzt machen wir da auch mal so. Haha. Oh, wieso macht er nicht? Jetzt? Nein! Yes! Er hat zuerst nicht schiessen und hat er doch geschossen. Ah, aber wieder. Ey, ein Huren-Safe hast du rausgehauen. Ja, voll. Das ist sicher. Der ist safe. Oh mein Gott, ich sehe es gehen, dass es da irgendwie nur so ein Scheiß. Nein. Das ist so Konzentration! Fuck. Konzentration, hey. die muss einfach on point sein. Hey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß schon, warum wir die Regeln rausgenommen haben, weil ich check die Regeln sowieso nicht. Ja, und dann kann ich es nicht. So. Zack, ta! Haha! Nein! Ja. Nein. Riesensafe! Mann, ey, Metall! Der ist. Bam. Okay, ist Außenpfosten. Außenpfosten, okay. Oh mein Gott, ey. Ja. Das wird heftig. Hey. Ja. Jetzt mach ich wieder eine von meinen ewig langen Aktionen. Ja, nein. Ich habe genau gewusst, du willst mir jetzt verarschen, was du sagst. Und du hast es probiert. Alles klar. Hey. Oh mein Gott, jetzt muss ich noch machen. Oh. Nein! Da bin ich mir jetzt 100%ig sicher, dass der reingeht. Ich habe nicht gesagt, ich bin ein Pro. Ich bin ein Pro und jetzt gönne ich das Spiel. Nein, zack. Nein, das gibt's nicht. Mit Ansage. Machst du noch die letzte Chance. Haust doch noch rein. Jetzt. Oh mein Gott, als ob ich echt sehr weit kämpft, als würde ich noch drehen. Aber es ist ganz alles sicher, möglich. Ganz sicher. Also wenn unsere Prediction stimmt, hey, meine Güte, wäre das brutal. Also, schreibt in den Kommentaren Hashtag mit Ansage und dann passiert es vielleicht sogar, dass wir es wirklich fühlen. Hashtag mit Ansage, come on, schreibt es in den Kommentaren. Einfach schon nur, weil es der Wi-Fi nervt. Hashtag mit Ansage für den Rob. Er hat es verdient zum gewinnen, weil ich einfach scheiße war. Aber ihr kennt es nicht anders von mir im Penalty-Schießen. Von dem her, ich habe nichts verloren. Ich konnte eigentlich nur gewinnen, genau wie du. Und du hast schlussendlich gewonnen. Wenn euch auf jeden Fall das kurze Special Playoff Prediction Shootout gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, damit ihr auch das nächste Video nicht verpassen, wo ich mit Rob zusammen mache. Ein Daumen nach oben, wäre richtig geil. Und genau, oder vielleicht noch viel geiler wäre es, wenn jetzt aber in die Videobeschreibung gehst. Erst Link anklickst, dann über den Link, kommst du zu einem weiteren, heftigen Video.
auf dem Kanal von der Super Swiss Bros ebenfalls natürlich eine Playoff Prediction. Und genau, hast du irgendwas so zu dem Video zu sagen? Meine, wir haben es ja schon gespielt, kann man sagen. Wir haben es schon gespielt, darum weiss ich, es ist geil. Schau, ich sage eins, klickt einfach drauf und ihr werdet den genau gleichen schlechten Hockey-Gameplay-Action sehen, den ihr auch sonst immer gesehen von uns zeigt. Genau, aber dafür pure Unterhaltung. Pure Unterhaltung, also hergehen, anklicken und einfach euch, ja, das reinzuziehen, geniessen. Unterhaltung ist einfach YouTube und wir haben es wieder on point angebracht. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, ey. Ich kann nicht mehr, ich bin immer noch Flash von dem Schiessen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und gebe das letzte Wort, weil er hat heute gar nicht so viel gesagt. Rob, darum kriegt er natürlich das letzte Wort. Dankeschön. Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen und irgendetwas. Das, was der Wi-Fi immer sagt. Ja, ciao zusammen. Ciao zusammen.